Hallo, liebe Freunde, wir spielen heute Battlefront 1, also den ersten Teil, und zwischen dem Funiplayer. Ja, wir spielen auf easy, das ist doch klar, der Lappen hier kann nichts mehr. Nein, also, das kann ich schon mal zeigen. Da. Ich habe mir schon, ich spiele es ja auch privat. Ich habe schon jetzt hier alles durch. Das soll ich nicht angeben, aber das ist eines meiner allerliebsten Star Wars Spiele. Das ist so richtig easy einfach alles. Außerdem habe ich ein bisschen gehangen. Das ist easy wirklich. Aber genug geredet, es kam ja auch das neue Battlefront raus. Drei meinte ich. Ich habe gedacht, ich spiele das. Natürlich, wie immer, beginnen wir mit The Kill of Naboo have dead. Tut mir leid, wenn es auf Englisch ist, aber. Aber. Ja. In Deutsch habe ich das Spiel leider nicht mehr gekriegt. Wir nehmen den Sniper. Wir spielen hier im. Q-Modus, also nicht so, sondern so. Also wir haben hier mit Mauszeit könnt ihr die Klassen wechseln, Blastpistole. Sniper-Rifle mit J könnt ihr ranziehen. Imperium und die Druiden können besser ranziehen als die anderen. Also als die Imperium. So, ihr seht, er hat die kleine Platze rumgebracht. Könnt auch hier mit G den Wildkampfboden auswählen, dann könnt ihr so rum, da kann so. Wir können alle Sniper. Ja. Ich bin hier Staffel Nummer 1. Der zweite Teil wird eventuell auch auf den Kanal kommen, ich bin nicht sicher. Und der zweite Teil auch. Ja, die Sniper-Klasse, es gibt auch den P. Nehmen wir erstmal den Pult Demolition. Da weißt du, immer so Ramsam mit so. Gott, der auch Plastikfolie. Der kann Minen legen, also jede Klasse hat zwei verschiedene. Ich kann jetzt auch schon auf den Bild schießen. Das bringt aber nichts. Die Minen sehen so aus. So. Und die werden auch nicht von jeder Klasse davon. Ihr seht jetzt oben sind. Warte gut. Hier oben, da wo jetzt die Objektive stehen wo zwei Sachen wie rot. Blau, das ist unsere Lebensenergie und rot sind die Gegner. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, so in echt mache ich das auch jeden Tag. Nein. Aber das macht man schon Spaß. Das ist es, der nächste Star Wars Film kommt auch raus. Ich glaube. Jo. Je nachdem, welcher Tag heute ist. Ist schon raus. Das ist ein fucking Panzer. Achso, mit E könnt ihr in Fahrzeug einsteigen. So, und ihr könnt auch mit dem Mauszeit da wissen, was ihr wollt. Wir werden immer. Piloten spielen. Also der Gunner kann es zwar nur hier so. Das war's eigentlich schon schön. Doch hier werden wir reinfahren und demolieren. Aber dann geht jemand anderes. Thank you.
bin auch die Kampagne aus den klassischen Filmen spielen. Betrifft hier, was weiß ich jetzt, Luke Skywalker auf Bitten. Achso, man kann auch Helden wählen. Gleich werden wir sogar mit einem Helden zusammenspielen, aber das seht ihr erst, wenn es soweit ist. Ja. Die Folge geht 5 Minuten, ich glaube. Eine zweite Mission schaffen wir noch da. Guck hier, das sind unsere. Ich bin immer der Beste. Nein, das soll jetzt nicht eingewählt klingen, aber ist halt so. Das sind die Kommandoposten erobert. Das sind mal die Tode. Das sind halt die Abschüsse. Und das sind halt die Gegner. Ja, Backwards, da können wir dann so Tankbuster, Killingspiel, Camper. Ja, also. Hier, ich bin. Die kennen uns am meisten immer das da. Gangen 11, Gangen 11, warte. Okay. The Royal Naboo Security Force. Hier sind immer kleine 15. Kommt auch in Episode 1 vor. Und ich sage nicht. Ja, I thought the battle was going to take place far from here. This is too close. Also, der sagt halt, ja, ich hätte die Schaffe weiter entfernt von hier und dann so, ja. Das ist zu nah und so und wir hören aber nicht mit Obi-Wan kämpfen und so, außer mit Inhalten, die man sich runterladen könnte, der Theorie nach. Wir snipen. Ach, weißt du was, ich gehe von vorne drauf. Wir werden auch diese Bonus-Kampagnen spielen, also freier Modus. Also immer wenn es dann so, wenn man eigene Typen killt, ist dann als Deko. Und dann steht halt, ich hab nur noch einen Kill. Er ist Reload. Wie immer jetzt gehört uns schon dieser Tank, der war vielleicht gerade abgeht. Ich weiß nicht, wer es von euch selbst gespielt hat. Oder ob ihr es überhaupt gespielt habt. Also, ich will nicht sagen, ich versuche hier alle Rekorde zu brechen. Mit, ja, null Töten und so. Bla bla bla. Das war schon der erste. Das werde ich höchstens bei Endor machen. Mit dem Imperium. Mit dem Rebellen. Endor einnehmen. Also den Kriegsgenerator zerstören und so. Manchmal gibt es auch mehrere Sachen, die man erledigen kann. Also man muss jetzt schon mal da machen. Ja. Also ihr seht schon, dass da oben eine gewisse Spieleranzahl gibt, die mit dabei sind. Das
aus. Achso, es gibt manchmal auch, wenn du dann jemanden killst, steht das da, dass du ihn gekillt hast, aber das zählt nicht zum Tod von den Gegnern, weil das also nachher die Angriffe, die auf dem Battle töten. Daneben, das ist nicht als Ziel für uns, dann sowieso hier leben und die werden dann so wie als viele Opfer werden. Man kann auch eine Kommandopaste oder einen Counter, also ein Countdown. Ich glaube, ich ahne, was er vorhatte. Es gibt so Bam Bam, jedes Wasser hat so spezielle Kräfte. Ja, es gibt auch nachher dann. Es gibt auch Wasser, die ETAT. Da kommen dann erst ab dem roten Battlefront zum Beispiel mehrere Leute rein. Alles hat im ersten Battlefront. Kennt ihr auch dort Battlefront? Das ist am besten. Also, ich habe Battlefront 3 nur angespielt. Ich glaube nur, als es schon im Installieren war. Weil ich bin danach nie so richtig weit gekommen. Das ist auch mal was. Er ist natürlich aktiviert. Die kriegen jetzt ganz schön auf den Maul. Für den Mord an meinem Bruder. Ja, können wir gut passieren. Wir müssen auch irgendwo entgegen sein, wir können jetzt was im Rücken. Ich bin jetzt. Ich geh jetzt einfach drauf. Ah, nee, ich hab doch hier mal einen guten. Eine gute Recon-Tone, ne? Mann, oh Gott! Als grüne Gegenkostkämpfen ist übelst. Schwer. Voll scheiße. Weil die Druidikas ist es nämlich so. Klasse, werde ich nicht nehmen. Ist nicht so. Kompliziert. Es gibt nämlich ja, Schild aktivieren, eine Taste, die musst du dann gedrückt halten. Da musst du, du läufst und da musst du G zum Beispiel drücken, damit du dann dich dann rollen kannst. Und das ist irgendwie ein bisschen übelst doof. Aber egal. Die Folge geht jetzt 14 Minuten. Ich finde, das ist eine gute Idee zu Endes kommen. Ja, all die ganzen Details.
Ja, da Headshots 7. Ja, die 1 wieder, bla bla bla. Ja, also, ich würde mal sagen, das war's dann für jetzt. Und The dann. Wookiees continue to resist Ja, da our gibt es Zugkraften. overtures. Mit Now they Grand will Dooku learn wird the mit mir price of kämpfen, aber their das ist insolence. Take a laut legion Liam to wird es wahrscheinlich Kashyyyk eine and Feier. destroy the trade Endlich, ne? settlement. Count Dooku, der King. Ja, da würde ich mal sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gibt. Dann. Ciao. Nein. Ja. Ich werde versuchen, das heute noch hochzuladen, damit es noch klappt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.